Finstergeist wurde besiegt. Ich habe Menschenbild von ihm gekriegt. Ich müsste eigentlich meinen Speer reparieren. Wie viel hebst du noch aus? 6. Naja, komm. Ich habe nicht genug Flakons. Ich habe einen kaputten Speer. Sicher ist sicher. So, erstmal euch wieder weg. Ja. So. Au. So, das war der. Fackelträger weg. Den mal irgendwie anpissen. Und eine verpassen. Wow. Und weg ist er. Den können wir zum Glück leicht ausweichen. Au. Habe ich gesagt und kriegst sie voll in die Fresse. Au, aber dafür habe ich ihn geaggrot. Wow. So, kriegst mal eine volle Breitseite von mir. Ich sollte nicht hier kämpfen, wo die mich beballern können. Als Finstergeist verfolgt er mich ja ziemlich weit. Eigentlich. Wow. So. Ein Skeptiker-Gewürz. Also ja, ihre Chance, die Rüstungsteile zu droppen, ist sehr gering. Das Schild ist, glaube ich, geskriptet. Wow. Aha, ich kann dich so anschießen und du kannst dich nicht wehren. So. Der Typ macht es übrigens auf dieselbe Art wie ich. So. Hi, du. Eine Häftlingskapuze. Das war okay soweit. Ein Skeptikergewürz. Alles noch im grünen Bereich. Das war echt gut gemeistert mit dem Forlorn. Ja. Licht böse, wir haben es begriffen. Au. Okay, wie viele haben wir mittlerweile getötet? Oh. Ja, der klettert hier hoch. Human, do not deal.
Wow. Wow, ho, ho, ho. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das wird jetzt garstig. Der tut mir nämlich weh. Und ich stürze in den Tod. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ich habe nämlich keine Lust, mich nochmal durch die Halle durchzukämpfen. Reisen wir zu dem Leuchtfeuer. Wie pisse ich nur einen von den beiden an und nicht beide? So, weil einer steht hier. So. Den dürfte ich hier besiegen können. Genau. Der droppt Funkeltitanit. Das ist gut. Ja, der da. Kommt der hoch? Wenn nicht, baller ich ihn einfach von hier aus ab. Und lach ihn aus. Das geht. So. Einmal Rache. Für Sulcin. Und was droppst du? Noch ein glitzerndes Titanit. So, verlorenes Gut haben wir zurückgehalten. So, durch dich können wir jetzt einfach durch. Wenn wir es richtig timen. Dich töten, so. Und jetzt müssten noch zwei oder drei Stück hier rumspuken. So, gucken wir mal. Wow. Die Kombination ist nicht so nett. Runterklettern, runterklettern! Das ist auch eine Möglichkeit. Aber das dauert mir zu lang. Also kletter ich runter. Zwing ihn auch, runter zu klettern und töte ihn einfach. So, noch ein glitzerndes Titanit. Oh.
Und da bin ich mal wieder voll in den Flammen gestanden. Kein Problem. Entweder spawnt meine Leiche da oben, dass ich sie mir jetzt gleich wiederholen kann. Oder ich muss sie suchen. Da unten suchen. Und ja, ich verzichte absichtlich auf die Nutzung von Menschenbildern gerade. Da ich eh das Gefühl habe, dass ich noch sterben werde. Genau, mach deinen Inferno-Strahl. So. Ich nehme deinen Magierstein und meine Seelen wieder. Genau, da ist noch einer von der Sorte. Wow. Hier ist der ziemlich mies. Umgeben von all den Geistern. Ja, das war ein schöner Treffer. Und weg. So, ein Skeptiker-Gewürz. So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob hinter den beiden noch einer sich versteckt hält. Das können wir aber auch ganz schnell rausfinden. So, erstmal die Geister loswerden. Die Wandgeister hier. Und dann die Jungs. Aber ich nehme eigentlich mal nicht an, dass hier noch einer sich drin versteckt. Au. Noch mehr Au. So, der versteckt sich wieder hinter seiner Schildwand. Aber die können wir leicht durchbrechen. Gut. Weaves Großschild. Haben wir das schon mal gehabt? Oder ist das das andere Schild? Schild eines der Ritter, ja. Können wir nachher mal gucken, ob wir das schon haben. Oder ob wir gar keins haben. So. Du läutest hier nur eine Glocke, das ist egal. Hier ist auch kein Priester drin. Kein Kleriker. Und hier ebenso wenig. Das heißt, der einzige Kleriker, der jetzt noch da sein sollte, dürfte der hier sein. Das war doch ein perfekter Backstep. Willst du mich veralbern? So. Und noch ein Glitzer des Titanit. Und ja, das waren alle Kleriker. Weil ich glaube nicht, dass sich hier unten einer versteckt hat. So, ich kann euch mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt absichtlich die Glocke läute. Seht ihr, kommen hier überall Gespenster raus. Aber nichts für ungut, was hinter diesen Gespenstern liegt. Sind wir beim nächsten Mal erst. Ich gehe jetzt schnell zurück nach Majula. Und macht dann einen Cut. Dann können wir in der nächsten Folge erst einmal unsere ganzen Seelen ausgeben. Die 71.000.
Und dann durch die Bossnebelwand da gehen. So groß und bedrohlich, wie die schon aussieht. Also, bis gleich.